Genau so sieht's aus. Es hat geklappt! Dann los! Wir bleiben hier und halten die Stellung. Grüß Kairi von uns. Mach ich. Ja. Ist doch schon was anderes, wenn man sich langsam dem sicheren Ende dieses Let's Plays nähert. Auch wenn es noch eine halbe Stunde geht, plus einigen Sessions noch hinterher, oder eine Session zumindest noch hinterher. Weil soweit haben wir ja eigentlich alles durch, was ich durchführen wollte. Jo. Und wieder tauchen wir in einen Computer ein. Sind wir wieder da, wo wir waren? Schaut! Das ist das andere Twilight Town. Roxas Twilight Town. Irgendwo muss ein Eingang ins Reich der Dunkelheit sein. Teilen wir uns auf! Jo. Geheimer Ansem-Bericht 10. Ach ja, die sind ja auch noch da. Aber wenn es 10 Berichte sind, dann sind sie ja bisher unvollständig. Liebe Leute, ich muss mal kurz gucken. Kleinen Moment. Die Ansem-Berichte. Tatsache, die sind noch unvollständig. Das heißt, 3, 8 und 9 fehlen uns noch. Also 3 Ansem-Berichte. Weil die wollte ich euch natürlich ganz gerne noch vortragen. Ich weiß allerdings nicht, wo die sich befinden. Keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, wo die sich befinden. Ihr vielleicht auch. Ich speichere erstmal. Ne, wir sind ja auch so weit gekommen. Okay, gespeichert. Und jetzt geht's weiter. Weiter geht's in wilder Fahrt. Wozu die lange Pause? Da. Es ist soweit. Oh ja. Wir werden da jetzt durchgehen. Warum wir das machen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall folgt jetzt eine weitere Cutscene. Willkommen in der Matrix. Wo sind wir hier? Wohin sollen wir jetzt gehen? Riku, Kairi! Kampf ist angesagt. In der Matrix. Besiege alle niemande. Stellenspiel. Lalalala. Ich liebe es, diese Gegner zu verarschen. Wenn der Spieler schon Robert! Einen haben wir gekillt. 22 Punkte. Angriffskraft und Weitfuß für Sora. Sehr gut. Und das war's. Hervorragend. Es hat keinen Sinn. Nicht innehalten, sonst übermannt euch die Dunkelheit. Los jetzt! Warum? Frag nicht, lauf lieber! Alles in Ordnung? Ich habe Kairi entführt. Aber sie ist mir entwischt und danach hat Sykes sie sich geschnappt. Er gehört der Organisation 13 an. Sykes! Kannst du dir das merken? Dann geh und rette sie! Lasst uns in Ruhe! Eieiei. Donald und Goofy sind raus. Und es passiert etwas,
Ungewöhnliches. Wir kämpfen an der Seite von Axel gegen die Niemande. Ihr hört richtig, ein Mitglied der Organisation 13 hilft uns im Kampf gegen seine eigenen Gefolgsleute. Schön ungewöhnlich, ne? Ich glaube, ich weiß schon, wie ich diesen Part nenne. Ich werde den Namen aber nicht verraten, weil sonst halte ich mich sowieso über. Ich kenne ihn nicht. Und los, Axel! Alt geworden! Vorwärts! Autsch! Axel hat ein Problem. Kämpf dir, Axel! Komm schon! Wir machen sie platt! Eieieiei! Wie feurig hier! Ach, er greift Axel an, nicht mich. Trotzdem macht sie mir ihn platt! Komm schon! Und das war's. Maximum MP für Sora. Alter. Mir war es lieber, als sie noch auf meiner Seite waren. Und, bereust du es etwa bereits? Unsinn. Ich komme mit denen schon klar. Wirst schon sehen. Wahnsinn! Du löst dich auf. Das passiert, wenn man seine ganze Existenz in einen Angriff legt. Kannst du mir folgen? Nicht, dass niemande überhaupt existieren würden. Was? Aber ich schweife ab. Geh, such Kairi. Ah, und was ich hier angetan habe, es tut mir echt leid. Wenn wir sie finden, kannst du ihr das selber sagen. Lieber nicht. Das käme nicht von Herzen, verstehst du? Denn ich hab ja keins. Axel, was hattest du eigentlich vor? Ich wollte Roxas wiedersehen. Er war der Einzige, den ich mochte. Er gab mir das Gefühl, ein Herz zu haben. Irgendwie schon seltsam. Bei dir ist es genauso. Kairi ist im Schlosskerker. Geh jetzt! Axel. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Flammenfesseln. Besitzt sehr hohe Magiekraften, erhöht den Schaden, der durch feuerbasierende Attacken verursacht wird. Und wisst ihr was? Da ich Axel sehr mag, werde ich diesen Anhänger gleich ausrüsten. Hier lang also. Und es ist mir egal, was Luca dazu sagt. Denn Axel ist einer meiner Lieblingscharaktere von der Organisation und daher will ich dieses Schlüsselschwert gerne ausgestattet haben. Die letzte Welt.
Die Welt, die niemals war. Axel sagte, Kairi wäre im Schlosskerker. Dann müssen wir einen Weg in dieses Schloss finden. Auch eine sehr geile Welt, auf jeden Fall. Also hier haben die Entwickler nochmal sehr, sehr, sehr viel Herzblut rein investiert. So, und ich halte mich an das, was ich gesagt habe. Ach, guck mal, das ist sogar eine Stärkung für uns. Wunderbar. Auch wenn ich Feuer nicht benutze, aber Axel ist so ein geiler Charakter, das muss man einfach ausrüsten. Finde ich. So. Wir haben 2 Punkte. Ich guck mal eben kurz. Drive Boost. Erhöht die Rate, mit der sich die Drive-Leiste während der MP-Aufladung füllt. Okay. Wir haben leider nur einen Aktionspunkt zu wenig. Aber wir können ja gleich nochmal gucken, ob wir noch etwas Abilitamin haben. Glücksboost. Okay. Gucken wir mal. Haben wir noch Abilitamin da? Ja, tatsächlich. 2 Stück. Sehr gut. Da statten wir dann Sora aus. Übrigens, die Szene mit Axels Tod ist übrigens die für mich traurigste Szene des ganzen Spiels. Weil Axel, wie gesagt, zu einem meiner Lieblingscharaktere gehört. Er mag am Anfang eine Mistsau sein, sag ich mal so, aber er hat sich doch noch zum Guten gewendet, sag ich mal so. Deswegen ist das schon Also, Axel ist für mich eine ziemlich tragische Figur. Auch gerade in den späteren Teil, wie Luca angedeutet hat. Also er scheint wirklich eine enge Bindung gehabt zu haben zu Roxas. Wie eng, keine Ahnung. Aber sie schien auf jeden Fall ziemlich weit zu gehen. Jedenfalls werden wir jetzt die letzte Welt durchführen. Die Gasse zum Dazwischen. Und hier ist sogar ein Speicherpunkt mit dabei. Also wundert euch nicht, die Levelnamen hier, beziehungsweise die Durchgangsnamen, die sind hier alle so in der Richtung zwischen nichts und dazwischen und keine Ahnung was. Der Weg zum der König ist wieder vorausgegangen. Kann er denn nie auf uns warten? Nicht, dass ich nervös wäre, aber es beruhigt mich, dass wir jederzeit nach Twilight Town zurück können. Hier ist es vielleicht dunkel. Hier leben also die Niemande, oder? Kommt! Lasst uns versuchen, einen Weg zu dem Schloss zu finden, in dem Kairi gefangen gehalten wird. Genau, Goofy. Wir suchen einen Weg ins Schloss. Übergang der Fragmente. Und hier kommen reihenweise Herzlose. Ja. Fragt mich, warum Herzlose hier vorkommen, ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise noch nicht. Wird sich ja alles noch klären. Auf jeden Fall begegnen wir seit langem mal wieder den Schattenlurchen. Den einfachsten Herzlosen. Aber ich finde das Schlüsselschwert, das wir zu Axel gekriegt haben, sehr, sehr geil. Alter, das wird ja gar nicht mehr auf. Ach, ich liebe es nochmal. Richtig schönes Kämpfchen gegen die Herzlosen. Das ist doch in Ordnung. Wir kriegen dabei noch ordentlich Items dazu, die wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr brauchen werden. Übrigens, man ist in diesem Spiel auch wieder in der Lage, Ultima herzustellen. Aber wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr tun. Weil das ist schon die letzte Welt. Ja, schon. Also das Projekt ist ja schon ziemlich lang. Ne? Deswegen werde ich das dann auch, wenn es die Möglichkeit gibt, beenden. Und dann kann es auch mit dem neuen Projekt dann losgehen, und mit dem Letztschnacken angekündigt werden. Und Magiekraft von Donut ist angestiegen, Level 48 inzwischen. Wir sind also 2 Level unter der Vorgabe, beziehungsweise unter der Empfehlung für dieses Level. Diese Welt hat eine Empfehlung von Level 50. Ja. Ihr hört richtig, von Level 50. Ich benutze mal die Weißform. Komm schon! So. Okay.
Keine Steigerung der Weisenform, nein, keine Steigerung. Egal. Ist dann eben halt so. Aber wir kloppen noch mal ein paar Herzen. Mensch, das ist ja schon fast dünn. Ja. Ist ja fast schon so wie bei Schloss Disney. Ist auch schon eine Weile her. Jetzt gehen wir mal weiter. Da ist eine Truhe, sehe ich gerade. Eine Truhe, die aufleuchtet. Mithril-Tropfen mal halt. Okay. Und weitere Herzlose. Immer her damit. Ja, hauen sie weg.